Yo Leute, was geht ab und willkommen zu diesem Video. Wir haben heute wieder eine BO am Start, diesmal mit den Franzosen. Und der Tamio wird euch gleich mal erzählen, worum es denn hier überhaupt geht. Ja, meine Leute, wir stellen euch heute mal einen Ritter Bogey Rush vor. Wie gesagt, mit den Franzosen. Und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange rum, weil wir haben ein bisschen Zeit zum Labern, was die Strat so für Vorteile hat und so weiter. Deswegen starten wir direkt mal ins Gameplay. Und wie ihr es kennt natürlich, geht ihr mit euren 6 Siedlern, die ihr am Anfang habt, direkt auf das erste Schaf und estet auf, ja. Als allererstes bildet ihr bitte keine Siedler aus, sondern ein Speer, denn ihr wollt den Vorteil ausnutzen, dass ihr ganz, ganz viele Schafe auf der Map einsammelt. Das heißt, ihr lauft mit dem einen Speer, den ihr zum Start habt, halt in eine Richtung und mit dem Speer, der da rauskommt, natürlich in die andere Richtung und sammelt somit so viele Schafe ein, wie es geht. So. Soviel erstmal dazu. Jetzt brauchen wir gleich ein Haus, weil ihr seht, wir haben gleich volle Bevölkerung. Und mit dem nächsten Siedler, der rauskommt, oder einer, der gerade die Nahrung abgegeben hat, ist eigentlich egal, baut ihr bitte direkt ein Haus. So in der Nähe von eurem Dorfzentrum, dass ihr wieder Bevölkerung habt. Und dann haben wir auch schon gleich 8 Siedler auf Nahrung. Denn nach dem 8. Siedler wollen wir auf Gold gehen, denn wir brauchen ja Gold zum Agen. Und genau, in der Zwischenzeit sammelt ihr natürlich die Schafe auf der Map ein. Und ganz wichtig ist, ihr müsst einmal mit einem Speer zumindest zurücklaufen, um halt die Schafe abzugeben, damit ihr eure Nahrungsquelle hier gesichert habt und eure Schafe nicht ausgehen. So, wie gesagt, wir haben jetzt hier 8 Siedler auf Nahrung und jetzt gehen 5 Siedler auf Gold. Und jetzt kannst du mir erzählen, in der Zeit, in der wir ein bisschen Zeit haben, was ist denn dieser große Vorteil, dass man seinen Gegner direkt am Anfang rusht? Also der Rush ist natürlich was richtig Feines, manchmal ein bisschen unbelohnt, so haben wir den Eindruck, zumindest in der H4 manchmal. In Teamgames vor allem, aber es heißt einfach nur früh Druck machen und das machen wir hier mit Rittern, die man ja als Franzosen besonders früh hat und mit Bogies, das hat den doppelten Vorteil, einfach aus dem Grund, weil der Gegner sich bei Franzosen sehr oft einstellt auf Kavallerie, damit wird er das Kontern mit Piken und ihr kontert die Piken wiederum mit den Bogies und die Bogies kann man auch sehr gut raiden damit, also quasi die gegnerischen Bauern von der Ferne angreifen, ja, ohne dass das Dorfzentrum euch angreift und so weiter. Also es hat wirklich sehr viele Vorteile und auch sehr breit aufgestellt, diese Strategie und diese Unit-Kombo, sage ich mal. Und gerade Franzosen sind am Anfang relativ einfach zum Zocken, gerade für Einsteiger. Also eigentlich eine, finde ich, ziemlich gute BO, ja, und auch leicht zu spielen und leicht nachzumachen. Definitiv. Eine Sache solltet ihr nicht machen. Ich würde euch nicht unbedingt empfehlen, in einem Franzen-Mirror, also wenn ihr jetzt Franzen gegen Franzen spielt, diese BO zu machen, weil dann habt ihr den Nachteil, dass da bringen euch Bogies am Anfang noch nichts. Erst wenn er Piken hat, bringen euch Bogies was und da bringe ich einfach mehr Ritter was. So, ganz kurz, ich muss jetzt unterbrechen. Wir agen natürlich mit der Kavallerieschule. Ich nehme dafür immer 2 Siedler von Gold und 2 Siedler von Nahrung. Ja, also 2 von Gold, 2 von Nahrung und baue damit die Kavallerieschule. Bitte schickt nicht mehr Siedler aufs Wunder, einfach aus dem Grund, dass es nicht diesen großen Vorteil bringt, als wenn ihr 4 Siedler auf dem Wunder habt. Und ihr seht schon, mit einem Siedler musste ich jetzt noch ein Haus bauen, damit wir genug Bevölkerung haben. Das mache ich immer mit den Goldsiedlern, weil ihr werdet merken, am Anfang habt ihr ein bisschen viel Gold und deswegen baue ich auch immer die Häuser mit dem Goldsiedler. So. Nachdem wir 5 Siedler auf Gold hatten, also jetzt auf Gold hatten, genau, schicke ich die nächsten 5 Siedler auf Holz. Das ist jetzt hier schon passiert. Wir haben mittlerweile schon 3 Siedler auf Holz, aber das ist ja kein Problem, ist jetzt nicht schwer zu merken. Ihr baut natürlich ein Holzfällerlager, damit ihr nicht so weit laufen müsst. Und genau, wir brauchen natürlich Holz für einmal den Schießstand und natürlich, um direkt Bogies zu produzieren. Nachdem ihr 5 Siedler auf Holz geschickt habt, das seht ihr dann hier auch unten, schickt ihr wieder weitere Siedler auf Nahrung. Denn wir brauchen relativ viel Nahrung. Wir brauchen nämlich halt einmal Kavallerie, Bogies und Siedler. So, deswegen brauchen wir recht viel Nahrung. Dementsprechend schicke ich auch immer, also ich habe bei vielen Streamern gesehen, die machen das immer so, die schicken halt die 2 Siedler von der Kavallerieschule, genau, die von dem Wunder wieder zurück auf Nahrung und die 2 wieder auf Gold. Ich finde es aber besser, wenn ihr 3 davon, also 3 von den Siedlern auf Nahrung schickt und 1 auf Gold, denn am Anfang habt ihr einfach ein bisschen zu viel Gold, finde ich, und zu wenig Nahrung, deswegen ist das so einfach irgendwie vom Gefühl her besser. So, ihr seht, der eine geht jetzt auf Gold, die anderen 3 auf Nahrung. Wir haben ziemlich viele Schafe gesammelt, haben die Map erkundet und so weiter. Und ja, haben jetzt hier gerade 5 auf Holz und schicken weitere auf Nahrung. Ihr bildet natürlich direkt
einen königlichen Ritter aus. Und sobald ihr das Holz habt, baut ihr mit dem Siedler, der rauskommt, auch einen Schießstand. Ja? Also direkt einen Ritter ausbilden und mit dem nächsten Siedler, der rauskommt, sobald ihr das Holz habt, einen Schießstand bauen. Ihr baut jetzt auch gleich eine Mühle. Am besten natürlich dort, wo ihr Rehe habt. Die sind jetzt hier nicht gesichert irgendwo und viel zu weit weg. Deswegen baut ihr die an die Beerenbüsche. Ist auch kein Problem. Und dort holen wir uns gleich ein Upgrade, aber dazu sage ich gleich nochmal was. Genau, wie gesagt, hier 5 Siedler haben wir auch noch auf Holz. Wir haben gerade 4 auf Gold. Bauen jetzt eine Mühle. Das mache ich auch meistens mit dem Siedler, der den Schießstand gebaut hat. Und bilden Ritter aus und schicken die Ritter direkt in die feindliche Base, um ihn zu nerven. Weil die haben so viel Leben, die können auch ein bisschen was ab vom Dorfzentrum und können dort schon mal anfangen, Siedler zu killen oder versuchen zu killen und dementsprechend idlen. Ihr baut dann natürlich auch wieder ein Haus. Das könnt ihr immer gerne mit den Goldwills machen. Ich habe an dem Zeitpunkt dann auch so immer gesagt, okay, jetzt ist auch der Zeitpunkt, jetzt ist auch wieder okay, 5 Siedler auf Gold zu haben. Deswegen schicke ich dann einen wieder, der ausgebildet wird, auf Gold. Das könnt ihr aber machen, wann ihr wollt. Dafür gibt es jetzt keine genaue Uhrzeit. Und ganz wichtig ist, Leute, ihr holt euch die Schubkarre. Sobald ihr die Mühle gebaut habt, holt ihr euch die Schubkarre. Das ist das erste wirtschaftliche Upgrade, was wir uns holen. Und das ist auch das Wichtigste erstmal, weil damit haben wir einfach noch bessere Nahrungseinkommen. Noch ein besseres Nahrungseinkommen. Und genau, ihr bildet dann natürlich auch die Bogenschützen aus. Die schickt ihr dann einfach Richtung Base. Aber bitte nicht in die Base, sondern schön davor, sodass ihr die sammeln könnt und damit halt feindliche Piken oder auch Siedler, die schon angehittet sind, wegsnacken könnt. Und jetzt, wenn ich so 14 Siedler ungefähr oder 15 Siedler auf Nahrung habe, weil ich habe dann wieder welche auf Nahrung geschickt, schicke ich wieder auf Holz, weil wir brauchen natürlich jetzt auch ein bisschen Holz, um noch mehr Bogies zu bauen, um noch einen, eine Schmiede zu bauen und Häuser und so weiter. Genau. Und dann fangt ihr einfach an, mit den Dingern zu raiden, zu nerven und euren Gegner unter Druck zu setzen. Ja? Großer Vorteil ist auch, ihr habt die ganze Map. Also sobald ihr einmal merkt, okay, der Gegner ist unter Druck gesetzt, so er versucht irgendwie sich in seiner Base zu verteidigen, könnt ihr da noch irgendwann die Rehherde hier nehmen, ne? Mit 5 Siedlern und dann noch einen Wachturm oder so. Also ihr habt dann halt den großen Teil, dass ihr einfach die Ressourcen von der Map nutzen könnt und nicht so direkt auf Felder spielen müsst. Und genau, wir haben jetzt hier noch ein Haus gebaut, bauen jetzt auch hier eine Schmiede. Und hier habe ich dann jetzt irgendwann auch noch die Forstwirtschaft geholt. Und mit der Schmiede holen wir uns dann natürlich auch sämtliche Upgrades zu. Am besten immer die Nag, also erst die Verteidigungs-Upgrades immer, weil das Dorfzentrum halt immer schießt. Und dann später noch die Attack-Upgrades. Aber das könnt ihr auch individuell machen, so wie ihr denkt, wie es gerade besser ist. Wichtig ist auch das Rittertum. Habe ich mir jetzt gerade geholt, sobald ihr das Gold dafür habt. Und ihr merkt so, okay, ich habe jetzt 3, 4 Ritter. Die sind schon ein bisschen angehittet. Jetzt hole ich mir das Rittertum. So werden die dann wieder geheilt. Und so habt ihr auch den Vorteil, dass ihr einfach einen Ritter, der richtig los ist wie den, könnt ihn einfach hier hinschicken oder so. Und warten, bis er sich geheilt hat. Und dann habt ihr wieder einen Ritter, der volles Leben hat. Und was jetzt auch interessant ist, ganz kurz noch, was auch noch interessant ist, unten den Speer hast du damit in die Truppe reingestellt. Einfach aus dem Grund, weil man da ja die Sichtweite nutzen kann. Das heißt, man sieht jetzt hier einfach sehr schön, da hinten sind die Dorfbewohner, man kann dann halt auch einfach angreifen. Die Ritter selber haben natürlich nicht so eine große Sichtweite und also solltet ihr auch machen, vor allem wenn ihr 2 von den Typen habt, dass ihr einfach ein bisschen scoutet mit denen, dass ihr dann sehen könnt, was der Gegner in seiner Base macht. Genau. Und hier sieht man es auch wieder, so ein Pike kann jetzt auch nichts gegen 4 Ritter machen. So. Und die Bogies haben wir natürlich da, um die Piken wegzusnacken. Und ja, aber es ist eigentlich auch kein großes Hexenwerk. Ich mache es meistens so, ich schicke immer alle auf Holz. Also jeden Siedler, der rauskommt, auf Holz dann. Wenn ich halt diese 5 auf Gold und diese 12 da auf Nahrung habe. Und dann fange ich immer an, okay, jetzt habe ich gerade ein bisschen zu viel Holz oder zu viele Siedler auf Holz. Und dann schicke ich immer so 3, nehme die, gebe das Holz ab, schicke die dann auf Nahrung. Oder bauen ein Feld. Oder schicke die auf Gold. So mache ich das immer. Deswegen habe ich jetzt auch gerade auf 9 auf Gold. Und so mache ich das auch immer ein bisschen nach Gefühl. Ich habe hier schon, ich baller jetzt gleich ein paar Upgrades. Und ja, dann könnt ihr auch ganz wichtig, bitte noch ein zweites Militärgebäude bauen. Das kann dann noch eine Kaserne sein, noch ein Schießstand. Oder falls ihr merkt, okay, der geht selber auch auf Kaff, dann baut ihr einfach eine Kaserne. Und ja, in dem Fall baue ich jetzt einen zweiten Stall. Einfach, weil ich denke, okay, ich mache einfach noch mehr Kaff. Genau, relativ simpel.
Auf jeden Fall richtig schön solide, gut nachzuspielen. Und falls ihr euch jetzt gefragt habt, so ein bisschen so, ja, was kann das Wunder alles? Warum haben die Wirtschaftsupgrades weniger gekostet? Warum haben Franzosen so schnelle Siedler? Also warum bilden die sich so schnell aus? Und die Kavallerie, warum ist die so früh da schon? Dann guckt gerne unseren Völkerguide dazu. Da haben wir die ganze Zivilisation einmal vorgestellt und alle Sachen erzählt und so. Das baut jetzt so ein bisschen drauf auf. Und falls ihr noch eine andere BO sehen wollt, dann guckt gerne bei dem Ritter-Only-Rush vorbei. Genau. Hier nochmal kurz Eigenwerbung für uns an der Stelle. Aber ja, genau. Probiert das auf jeden Fall mal aus. Und ich glaube, so dein nächster Gameplan wäre jetzt ja auch gewesen, dann irgendwann vielleicht Rammen zu bauen. Richtig. Oder sowas, dass du halt wirklich das Ding dann irgendwie abreißen kannst. So, das wäre dann auf jeden Fall die Zukunft. Aber man kann halt hier nicht immer alles so einheitlich zeigen, weil irgendwann wird es zu individuell. Und ja, deswegen zeigen wir euch immer so die ersten Minuten von so einem großen Match und dann müsst ihr eigentlich aus Erfahrung kennen, was ihr wie kontert. Genau. Rammen sind natürlich dann der super, das ist die super Ergänzung, um dann halt wirklich reinzulaufen und auch seine Gebäude abzureißen, ne? Weil das Dorfzentrum macht auch schon ganz schön viel Schaden, vor allem gegen die Bogies. Ja, ja, genau. Leute. Ich würde sagen, wir quatschen gar nicht viel länger rum. Das war so die Build-Order an sich. Funktioniert auch gegen erfahrenere Spieler. Also sollte ganz solide sein. Und wir wünschen euch natürlich viel Spaß damit. Und wenn ihr natürlich auch irgendwelche Special-Franzen-Build-Order oder von anderen Völkern habt, dann schreibt die gerne in die Kommis. Bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video, oder? Ja, Mann, wir würden uns freuen und bis dahin macht's gut. Ciao, ciao.